Heute beginne ich mit der Steuer 2023. Wir haben 2024. Das Erste, an was ich denken muss, ich muss die Software holen. Tax 2024, damit ich die Steuererklärung 2023 machen kann. Nein. Und dann, dazu gehe ich zunächst mal auf Bool Data. Also wenn man das Professional gewählt hat, dann kann man auch die zusätzlichen, wenn man freiberuflich ist oder irgendwas gemacht hat, wo man Zusatzjob gemacht hat, dann kann man das damit am besten handhaben. Also erst Software besorge 2024 für 2023.